So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. Nein, ich wollte nicht nochmal. Ich habe bloß ins Bild geklickt. Ja, wir waren auf dem Weg zurück nach Fuchsiana City, weil wir zum einen alle Trainer besiegen müssen, damit Sabrina uns irgendwann vorbeilässt. Und zum anderen, weil wir die Kohle brauchen. Mir ist aber noch ein Grund eingefallen. Ja, es gibt noch einen Grund. Denn wir haben hier eine Angel und wir wollten ja mal die neue Angel benutzen. Das heißt dementsprechend, ja, sehen wir es einfach zu, dass wir dorthin kommen, wo wir die Angel nutzen können. Beziehungsweise, dass wir noch eine neue Angel bekommen. So rum. So, dafür müssen wir aber nochmal nach Fuchsiana City runter. Das sollte aber kein Problem darstellen. Das hier übrigens auch nicht. Warum die Viecher so viel überleben, kann ich euch allerdings nicht sagen. Megan hatten wir schon. Ja, ich gucke hier, dass ich so viele Trainer wie möglich auf dem Weg einfach mal mitnehme. Ist ja alles drin. Und ich meine, wir haben ja... Wir kriegen ja nicht gerade wenig Geld dafür. Also, na gut. So viel ist es nicht, aber wir kriegen zumindest ein bisschen was. Und ich meine, alles Geld zählt. Sonst würden wir ja nie Sabrina besiegen können. Also, beziehungsweise das Geld ist ja nicht für Sabrina, sondern es ist ja fürs Rad, damit wir mit Sabrina kämpfen können. Das Traurige ist, wir sind noch nicht mal wieder auf dem Stand, den wir hatten, bevor wir uns mit Sabrina angelegt haben. Dass sie uns auf 4000 kostet. Das fand ich doch etwas übertrieben. 4000 ist extrem. Ja, Flamethrower funktioniert bei Geowatts nicht so ganz. Das ist nicht die beste Waffe gegen uns. Ich werde jetzt auch erstmal wieder Geowatts vorpacken. Dann kommen wir nämlich da drüben zur Arena-Leitung. Okay, hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Ja, die meisten Skinner haben wir leider schon besiegt. Dementsprechend gibt es kein Geld. Und die brauchen nämlich jetzt viel, viel länger, um sich zurückzusetzen, habe ich das Gefühl. Und das ist zum einen gut, wenn man hier irgendwo durch will, zum anderen ist es aber auch schlecht, weil wir ja theoretisch das brauchen. Jetzt. Ich bin mal gespannt, wir müssen unbedingt diese Psycho-Pokémon ausschalten können. Aber Psycho-Pokémon ausschalten ist nicht so einfach. Nicht mit meinem Team. Obwohl, theoretisch sollte das eigentlich echt machbar sein, weil wir haben drei Pokémon, die Unlicht- bis Geistattacken beherrschen. Beziehungsweise eins der Pokémon ist sogar ein Geist und ein nicht gerade langsamer Geist. Von daher sollte das eigentlich echt gehen. Wir müssen halt bloß die Geschwindigkeit erhöhen, damit wir den Erstschlag haben. Beziehungsweise Geowatt zählt ja einen Schlag aus. Mindestens. Weil der ist ja durch seinen Sturdy nicht sofort zerstörbar. Ist halt alles eine Trainingssache. Wenn wir hier ordentlich trainieren, dann wird es auch. Muchas gracias. Dieser Witz ging um die Welt. Und den haben sehr, sehr viele Leute zeitgleich gemacht, wie ich das mitbekommen habe. Ja, wirklich. Haben extrem viele Leute zeitgleich gemacht. Auch ein Kumpel von mir, ja, der hat auch dieses in seiner Form einmal erfunden. Ist halt schon lustig.
Also, dass es so vielen Leuten zeitgleich einfällt, aber gut. Beziehungsweise nicht mal zeitgleich, das ist ja Zeitversatz. Den Witz gibt's eigentlich schon seitdem Mushas existiert. Mushas Gracias. Ja, das bringt mal gar nichts. Wenn er die Viecher hochjagen will, kann er das gerne tun. Die Erfahrungspunkte nehme ich aber trotzdem. Wir sind fast wieder auf dem Stand. Es gibt echt hier viel zu wenig Geld dafür, was man hier tun muss. Aber klar, sie wollen einem ja die Kohle auch nicht schenken. Und das kann ich auch nachvollziehen. Weil wer möchte schon seinen Spielern so viel Geld geben, dass sie im Spiel alles bekommen, was sie wollen? Das wäre ja auch irgendwo ein bisschen langweilig. Hier, Sebastian. Ja doch. Das für einen Moment, er wolle nicht. Aber Training ist hier echt nicht so einfach, weil es gibt eigentlich nie so starke Trainer, also Trainer, die auch nur annähernd so stark sind wie die Arenaleiter. Und das tut mir schon ein bisschen in der Seele weh. Ich habe eben Picknicker Sushi gelesen. Das wäre jetzt cool. Ich habe seit gestern Bock auf Sushi. Der Witz ist, es liefert sogar jemand bis zu mir Sushi. Und der Preis ist eigentlich erträglich. Aber ich muss dummerweise mehr als eine Sache bestellen. Weil so Mindestbestellwert liegt bei, ich glaube, 15 oder 17 Euro. Und so eine Sushi-Platte kostet 14,50. Ja, super, ne? Muss mal irgendjemand gucken, dass der mit mir ist. Ah, ein Lars. Das sollte jetzt Mario sein. Aber irgendwie sind die Kämpfe ja schon cool, dadurch, dass wir die Kohle kriegen. Aber irgendwie sind sie auch extrem langweilig. Also da verstehe ich, dass Leute das überspringen. Aber wir müssen ja stark werden. Das ist ja das Problem. Das ist ja hier alles eine Stärke-Sache. Und tatsächlich ist jetzt eins unserer Pokémon zum ersten Mal hier fainted auf der Strecke. So. Tot. Ja, ich nehme nochmal Dodri, weil Dodri halt auch eine Unlichtattacke beherrscht. Und im Normalfall sehr, sehr schnell ist. Das heißt, wenn Dodri noch ein paar Level höher kommt, dann kann Dodri tatsächlich mitkämpfen. Dafür müssen wir es bloß ein bisschen trainieren, das ist aber kein Problem. Ihr seht ja, dass man mit einem Dodri hier durch die Trainer eigentlich auch ganz gut durchkommt. Ich sehe gerade, wir haben schon 70.000 zusammen. 5.000 fehlen noch. Die kriegen wir auch noch irgendwo her. Ich will einfach nur die Kohle haben. Ja, ist wirklich so. Ich möchte hier gerne das Fahrrad besitzen, weil ihr merkt ja auch, wie langsam wir laufen. Wir kommen eigentlich nicht so wirklich vom Fleck. Und das wäre halt alles anders, wenn wir ein Fahrrad hätten. Und Fahrrad brauchen wir aber 75.000, weil Fahrräder sind in dieser Welt extrem teuer. Oder im Verhältnis, Pokebälle sind sehr, sehr billig. Weil wenn ihr mal guckt, so ein Pokéball und die ganzen anderen Items, die sind... Die sind, sag ich mal, erträglich vom Preis. Aber so ein Fahrrad, das kostet ein halbes Vermögen. Eigentlich kostet es ein ganzes Vermögen. Dementsprechend, also eigentlich müsste man wirklich sagen, Fahrräder sind extrem teuer, weil ja der Rest im Normalbereich liegt.
das verstehe ich auch nicht, warum man sowas macht. Ich glaube, wir sind bald da. Wir haben jetzt so viel überwunden. Und bald kriegen wir die Angel. So. Ich werde auch offscreen wahrscheinlich bis nächste Woche ein bisschen trainieren noch. Aber alles, was wir diese Woche machen können, machen wir diese Woche. Das Problem ist auch, die Parts müssen raus. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so viel Zeit zum Üben. Hier finde ich sehr, sehr schade, dass es kein Doppelkampf ist. Ich meine, gut, es ist nur ein Shiggy, ne? Aber ein Doppelkampf war trotzdem cool. Aber wir haben den Vorteil, dass hier ja dieses XP-Event ist. Das heißt, wir kriegen eh ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, als wir normal kriegen würden. Und ich finde, das merkt man auch. Allein schon daran, dass unser Dodri jetzt schon Level 50 ist. Ja, Ernest, geh mir nicht auf den Keks. Der dürfte ruhig auch ein bisschen stärkere Pokémon haben, finde ich. Ich habe auch keine Ahnung, darf ich die Arena nochmal machen? Wäre eigentlich auch ein tolles Training, wenn wir die Arena nochmal spielen dürften. Auch vom Geld her würde es wahrscheinlich ein bisschen was geben. Wahrscheinlich nicht so viel, weil Arena-Kämpfe geben immer eigentlich überhaupt keine Kohle. Aber die normalen geben immer sehr, sehr viel. So. Dementsprechend werde ich dann auch mal probieren, ob wir tatsächlich in der Fuchsania City Arena nochmal kämpfen können. Pikachu, das einzige Pokémon, das hier einen Spezialruf bekommen hat. Nicht mal Raichu hat einen Spezialruf. Warum dann Pikachu? Das weiß niemand. Doch, weil es das Pokémon-Markenzeichen ist, obwohl die anderen Pokémon viel, viel cooler sind, finde ich. Also, das Pokémon, das ich als Markenzeichen haben wollte, wäre Bisasam. Ja, ist einfach so. Oder vielleicht Dragoran oder Gengar. Ja, das sind halt so meine Lieblinge. So, komm, Ariados wieder. Und Level 49, sehr schön. Ich pack mal Gengar eher so an die Spitze, weil es halt wirklich kein Pokémon ist, das man jetzt unbedingt trainieren müsste. Also eigentlich schon, weil es war ja trotzdem zu langsam. Aber trotzdem. Achso, stimmt, hier war ja der Rückweg ein anderer als der Hinweg. Sowas finde ich übrigens auch echt cool. Wenn Hin- und Rückweg, habe ich mich gerade erschreckt, eine Fliege ist gerade auf meinem Bildschirm gelandet. Verschwinde. Ja, wenn der Hin- und der Rückweg nicht das gleiche sind. Sowas mag ich. Willkommen zurück in Fuchsiana City. Einen langen Weg haben wir hinter uns gebracht, aber jetzt sind wir hier. Und das bedeutet, wir können uns die Angel holen. Hallo Trainer, ich bin der Fishing Guru. Ja, das kennen wir alles schon. Du kannst immer noch eine Angelroute haben, aber du musst dafür zahlen. Oh, ich hab's fast vergessen. Du wirst mir beweisen müssen, dass du bereits Angelerfahrung hast, bevor ich dir diese tolle Angel geben kann. Oh, ich sehe, du hast eine ältere Angel. Für 15.000. Nee. Ich komme zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder. Ich sammle jetzt nicht die Kohle fürs Fahrrad, damit ich jetzt die Kohle für die Angel raushauen kann.
den ich auch gleich gegen Sabrina verlieren. Ich könnte natürlich auch sagen, ich sammle gleich 100.000 für Angel und gleich noch mit. Aber nee, ganz ehrlich, nee, will ich nicht. Ich will einfach nur das Fahrrad. Und deswegen gehen wir jetzt in die Arena. Um nachzusehen, ob wir da nochmal kämpfen können. Ich wage es ja mal ganz stark zu bezweifeln, weil Arena ja eigentlich Arena ist, aber es geht trotzdem. Das finde ich gut. Die drücken Erfahrungspunkte ab. Das ist... Die geben Erfahrungspunkte ohne Ende. Also das ist jetzt mal ein Ort, an dem ich sein möchte. So, Double Edge machen wir nicht. Gib mir deine Erfahrungspunkte. Also besser kann man hier bald nicht mehr trainieren. Außer er tötet uns. Das ist natürlich dann nicht so toll. Ach komm, dieser Floor. Du musst auch trainieren. Okay, das hat jetzt eher weniger Erfahrungspunkte bekommen. Achso, nee, das ist gleich ein Level abgestiegen. Okay. Ich dachte, es hätte wenig bekommen, aber nö. Also hätte ich von Anfang an gewusst, dass man in diesen Arenen nochmal kämpfen und trainieren kann, das wäre eine Erleichterung gewesen. Weil ihr seht ja, was die an Erfahrungspunkten rausrücken, das ist doch nicht mehr normal. Verwirrung ist jetzt auch nicht so toll. Ne, das war's. Aber zum Glück habe ich hier zum Beispiel noch Ariados, dass ich hier mit einer Menge Erfahrungspunkten vollsaugen kann. Oh ja, da, also hier, das wird richtig Erfahrungspunkte geben. Allerdings nicht für Feriados, sondern für Dodri. Ich komme jetzt mit den Namen durcheinander. Hypno. Nicht selber verletzen. Tut doch weh. Komm. Tot. Ich gehe mich mal heilen. Also... Ich glaube, wir haben den Ort zum Training gefunden. Allein was wir hier in dieser Arena schon an Punkten bekommen haben. Das ist eine Menge. Also wenn das so weitergeht, dann sind wir bald in der Lage, mit dem Arenaleiter fertig zu werden. Also mit jedem eigentlich. Oh Mann, ich darf nicht sofort nach rechts gehen, das ist doof. Es ist aber bei mir Standard, dass ich in so einer Arena, die nach rechts ausgerichtet ist, direkt nach rechts gehe. Wenn ich das aber mache, dann ist doof. Ne, jetzt bin ich wieder hier gelandet. So. Du noch und... Dann gibt es noch eine. Gib mir deine Erfahrungspunkte, Hypno. Und diesmal schläfere ich vorher ein, weil unsere Attacke ist zwar stark, aber macht uns halt normalerweise mit kaputt. Na komm. Zack. Zack. Wir sind verwirrt, aber das war es mir wert.
Bisaflor ist jetzt auch nicht das Beste im sich nicht von dem Zeug treffen lassen. Also von der Verwirrung. Ah, schlaf einfach. Ich mache jetzt die Strategie, mit der ich diese Arena gewonnen habe. Ist auch die beste Strategie. Weil man sich dabei heilt. Und dass ich hier nicht treffe, das ist furchtbar. Aber zumindest trifft das, was wichtig ist. Immer das doch eh das letzte Pokémon. Kann ich auch das hier einsetzen. Wenn es denn treffen würde. Jetzt egal. Repeatable Blizzard. Attacks everything around it. Da mache ich mal das Rasierblatt raus. Nee, das ist die Arena-Leiterin, zu der will ich noch nicht. Ich will erstmal hier die normalen machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Arena-Leiterin nochmal herausfordern darf oder ob da jetzt Schluss ist. Ob die dann sagen, nee, du hast den Arena-Leiter, du hast den Arena-Ort schon, dann geh jetzt. Geh mit Gott, aber geh. Diese Attacke ist einfach die einzige, die gegen diese Gift-Pokémon was bringt. Gegen das bringt es schon mehr. Jetzt müssen wir bloß aus der Verwirrung rauskommen, damit ich keine Angst mehr haben muss, dass unsere Attacke uns umbringt. Ja, sehr schön. So, das war's auch, glaube ich, fit. Warte, nach einem Schlag sind wir schon verwirrt. Das ist doch nicht wahr. Tot. So, 52 ist eh ein Level, das ich nicht unbedingt trainieren muss. Nicht mehr. So, ist die Reihenfolge, auch in der ich gegen Sabrina kämpfen möchte. Von hier aus komme ich gar nicht erst weiter. Aber von hier. Aber hier ist Sense. Hier komme ich nicht mehr weiter. Okay, gut, dann hatte sich das auch geklärt. Sabrina kann man nur einmal bekämpfen, aber ihre Spießgesellen mehrfach. Hat aber ordentlich Erfahrungspunkte gegeben. Und wir haben die Kohle zusammen. Das heißt, nächstes Mal, nächsten Part, ist das Fahrrad dran. Leute, nettes Kommentar da lassen, Daumen nach oben und tschüss, bis zum nächsten Fahrrad. Bis dann, euer Wolf.